Schönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hier in Random Gen mit dem Handy. Hallo. Guten Tag. Uns ist gerade was aufgefallen zum Start der Aufnahme. Also euch fällt wahrscheinlich auf, dass wir jetzt diesen SMX-Mod drin haben. Wir haben nur das Interface genommen, nicht das Menü, weil Kollegen Kaiser hat das ein bisschen arg verwirrt und das ist auch zugegebenermaßen komplett anders. Deswegen lassen wir das erstmal raus und lassen einfach dieses Interface, was ich sehr schön finde, optisch. Und was uns gerade aufgefallen ist, ist das, was ihr gerade vor mir seht. Der Herr Kaiser guckt nach oben, nach unten und guckt halt wirklich nach oben und unten. Und ich meine, dass das in der 16 oder 17 dazugekommen ist wieder, weil zum Beispiel beim Bogen, ich mache das jetzt mal, das seht ihr nur beim Kaiser, wenn ich mich nach oben, nach unten bewege, sieht man das nicht. Nee. Wenn ich aber die Pistole in die Hand nehme und nach oben und nach unten gucke, dann bewegt er sich. Also es hängt anscheinend von der Waffe ab, ob er nach oben und unten guckt, was ich... Die Axt in die Hand und jetzt? Ja, ja, der Oberkörper bewegt sich. Okay. Wie ist es beim Speer, warte mal. Ja, auch. Auch nach oben. Boah, der Speer sieht geil aus, ey. Giftgrün. Guck mal nach unten. Ja, genau. Geht das beim Speer? Guckt er nach unten? Ja. Nur der Bogen nicht? Nee. Nee. Tut er nicht. Das ist ja merkwürdig. Sehr inkonsequent. Naja, so ist das. Komm, wir gucken mal hier nach, was hier drin ist. Genau, wir wollten hier rein. Wir haben hier eine Kiste gemacht und den Kram reingedengelt. Dengel, 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 dengel. Guten Tag. Attacke! Boah, das Loot-Menü ist ja geil. Hast du das auch? Jo. Das ist ja cool. Das ist ja richtig nice. Ist hier was oben? Ich guck mal oben. Ja, ja, oben ist gut. Hier unten sind ein paar Schweinchen. Oinki, oinki. Oh. Guten Tag. Aua. Boah, ist ihm glatt der Kopf weggeflogen. Über mir knarzt. Oh, kann ich bitte... Oh. Loot fallen lassen. Und der hat mich runterfallen lassen. Guten Tag. Oh, was bist du? Oh, warte. Wir müssen uns noch hier. Jetzt. Ach, die hat noch gelebt. Ja, ich hab dich auch von angeschossen. Ich muss mal gucken, ob ich mir einen besseren Speer machen kann. Ich glaube, der. Vorsicht, Boden fällt weg. Ja, ich habe das Knarzen gehört. Ui. Das Loot-Menü gefällt mir richtig gut. Ja, das ist nur der Hub. Also ihr könnt diesen SMX-Mod in drei Teilen runterladen. Da gibt es einmal das Menü. Ich glaube, das... Was gibt's noch? Menü und... Nein! Menü. Soll ich zu dir runterkommen? Nee, ich komme wieder hoch, warte. Okay. Oh, da ist ein Hund. Ich höre einen Hund. Jo. Na, ist auch in der Tür? Na, ist hier draußen. Na, warte, ich stehe von oben. Einmal kurz ein Schnetzeln hier. So, liegt hier oben noch was, ich was ich übersehen sein Fleisch. Habe. Ja, warte, ich komm hoch und zeige ich dir die guten Seiten. Puh. Schön durchs Holz durch. Ich finde die echt schön, die Interface-Mod. Also, ja. Ich würde ja gerne, also Jackie spielt nur noch, hat er gesagt. Ich habe ihn letztes Mal gefragt. Der spielt nur noch mit diesem kompletten Overhaul. Aha. Und hat sich voll dran gewöhnt und findet es auch besser. Also ich glaube, das ist eine Gewohnheitssache. Wir haben natürlich jetzt über die letzten 6 Jahre nur mit dem Default gespielt. Oh, und Mann. Jetzt... Ich hab keine Ausdauer. So, ja, und dann hoch. Da sind die Leiter. Okay, ich bin unten. Nur für den Kick, für den Augenblick. Wir haben jetzt lange nicht aufgenommen. Also, es sind jetzt auch zwei Folgen am Tag. Nee, also schon. Es sind auf jeden Fall Folgen ausgefallen. Ja. Weil wir es einfach zeitlich nicht hinbekommen haben, rechtzeitig nachzuproduzieren. Aber so ist das nun mal. Das geht halt manchmal nicht. Du bist schon durch da oben? Nee, ich bin hier. Warte auf dich. Ich zeig dir den guten Kram dann. Wie kommt man denn an die Leiter? Bist du auf der anderen Seite? Ach, das ist die Leiter ist ja andersrum. Ja. Ich bin ja auch ein Trottel. So, jetzt mit viel Anlauf hier rüber. Hier rüber und dann nochmal. Ich bin auf jeden Fall in den Heuballen gelandet. Mir ist nichts passiert. Okay. Ein bisschen Widerstand und tada! Here is the good sheet. Aber Blödsinn drin, Medical Pile. Oh, hallo. Ich muss meinen Spieß wiederholen, ich komme hier nicht durch, ich bin zu fett. Hast du Probleme? Ja, nee, Ich gebe dir von oben Feuerschutz. Vielleicht. Okay. So. Ich habe noch 22 kleine Freunde, die mir Unterstützung geben. Ah. Das ist wieder schlimm für eine Tasche. Genau, ich bin Gargamel und ich habe die Schlümpfe geschnappt. Dafür brauchte der die also immer.
Er wollte ja mal Gold machen, oder? War das Gold aus Schlümpfen? Wollte er Gold aus Schlümpfen machen? Boah. Ich glaube, da ging es nur um Rezept. Aber du, irgendwas mit Gold war da, du hast recht. Ist aber sehr, sehr lange her, dass ich mich da irgendwie erinnern könnte. Schreib doch mal in die Kommentare, was wollte Gargamel mit den Schlümpfen eigentlich? Der wollte eine kleine Sklavenarmee haben. Der wollte Schlumpfine. Bah, der Perversling. Die platzt doch. Ui, ja, bin ich. So, hier sind Kisten. Hey, ich mach mal hier Lockpicky. Na dann. Blutmenü finde ich ja richtig schick, ne? Mhm. Locked, locked, komm, geh auf. Ein Barren, wow. Du Kiste. Ich verbrauche ja, alle Lockpicks hier, ist mir egal. Bis das Ding auf ist. Ich habe auch noch. Tada! So. Oh ja, Hunter's Journal. 10% mehr Schaden gegen Humans. Das ist ein Büchlein für dich. Summerscope, das und eine Storage Mod. Yay! Guck mal, können Sie dieses Buch schon lesen? Oder kennen Sie es schon? Nein, noch nicht. Kann ich lesen. Das sehr sieht gut aus. Max Payne hier. Sehr geil. So, ich bin hier so. Dark geht. Haben wir sonst alles? Hier ist noch nicht gelootet. So. Super, ich habe Farbe bekommen. Ich bin ja super begeistert. Was ist denn das für eine Wonne? Nein, ich bin blau. So. Ah. Schau mal, ich habe mein Tyrit blau. Tyrit. Mein Tyrit. Habe ich mal blau gemacht. Mein Tyrit. Ja, dann. So, dann gehen wir hinten raus Richtung Silo. Achso, du willst noch weiter? Es geht, ja, es gibt noch eine geheime Kiste, gibt's noch. Ah, okay, weil 1943. Ja, macht doch nichts. Ich glaube, der Erzig. So, man kann jetzt hier hoch oder man boxt sich einmal kurz hier rein. Was sind die Orga dabei, oder? Ich glaube in der Kiste. Ahaha. Achso, da unten, okay. So, wenn wir diesen Heuballen wegnehmen, dann ist da drunter, tada, Hidden Stash. Und es hat einen Insulated Liner Mod. Super. Danke für nichts. Aber die Scheune gibt es ja schon länger, aber an diese große Box mit den Heuballen in der Mitte kann ich mich nicht erinnern. Ist gut, ne? So, guck mal, wenn du mal All drückst. Ich habe jetzt mal alles. Forged Iron ist noch hier. Heuballen im Moment nicht. Das müsste aber stacken. Ich habe ein Forged Iron, hatte ich doch einen stecken. Scheiß auf Heuballen hier. Forged Steel habe ich, ja. Ich nehme jetzt nochmal Steroide. Led brauchen wir nicht. Springs nehmen wir mit. Gegen ein bisschen Nitrate. Ein Ei kann auch hier bleiben. Nehmen wir mal noch Steroide mit. Und da sind jetzt noch, ist noch ein bisschen Papier drin. Wenn du möchtest. Habe ich. Ich glaube zwar, dass du jetzt mal einfach hast, aber wir radeln zurück. Genau. Müssen ganz, ganz hinten rechts. Und links auf die Hauptstraße. Oh, warte mal. Was ist? Oh, hier ist Potassium ohne Ende. Also ein riesen Hotspot. Ja, dann mach ihn markieren. Genau. Boah, was ist denn das? Gleich vier Stück nebeneinander. Was ist denn hier los? Alles klar. Potassium. So. Potassium. Was ich nicht verstehe, wir sehen es jetzt leider nicht, wenn die Interface-Mod komplett ist, also mit dem, wenn wirklich auch das Crafting-Menü und so weiter ersetzt ist, dann sieht das alles sehr, sehr schick aus. Ja. Allein dieses Interface, wie es jetzt aussieht, finde ich super schön. Also man kann sich drüber streiten, ob man diese Schattierung, weißt du, oben, ja, oben Bildschirmrand oder rechts unten, diese Tintenflecken, nenne ich es jetzt mal, schön findet. Was war denn das? Gegen eine virtuelle Wand gefahren. aber ich finde insgesamt das Interface halt viel ansprechender, weißt du? Also auf dem Spiel wird es mehr gerecht als dieses simple Vanilla-Interface. Haben sie gut abgestimmt. Verstehe ich irgendwie überhaupt nicht, dass die Punpimps da nicht mal irgendwas machen. Also diese Schwarz-Rot-Töne, ja, dieses dunkle Rot mit dem Schwarz, was entspricht ja auch so ein bisschen dem Logo und dem ganzen Kram, wobei das eher ein Beige drin ist, finde ich halt super schick. Ja, also ein bisschen komisch. Tja, so sind sie halt. Also ich glaube, das sind ziemliche Egomanen. Also ziemlich überzeugt von dem, was sie tun.
Das ist, was ich meine. Also die, ich glaube, sie kriegen es einfach nicht mit. Ich glaube, es ist einfach... Oh, meinst du? Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich glaube, wenn man das gute Menschen... Ja, aber für mich ist es halt immer so, ich denke mir halt, so kurzsichtig kannst du nicht sein. Aber vielleicht will man auch den eigenen Designer nicht irgendwie... Foppen bloßstellen oder sowas. Also ich meine, dass aus dem Interface selber diese Anzeigen für Hunger und Durst verschwunden sind, war ja eine Designentscheidung. Ne? Das war ja, gab es ja früher. Wenn du überlegst, ganz am Anfang hat es ja links unten hier das Senso-Spiel oder wie, weißt du, wurde, kennst du das noch, Senso von früher? Ja, ja. Mit den Farben, wo du so mal die gleiche Reihenfolge drücken musst. Sollen wir das nicht mal machen? Sollen wir nicht mal ein, zwei Folgen so Retro 7 Days machen? Ja, es gibt es leider nicht. Du kommst nicht an die alten Versionen ran. Ja, 7 habe ich schon versucht. Ja, 7 kommst du, aber das ist ja nicht wirklich. Ich hätte Bock, zum Beispiel Alpha 2 oder Alpha 3 oder sowas mal zu zocken. Ja, okay. Aber du kommst leider nicht ran. Hätte ich das gewusst damals, hätte ich es mir aufgehoben. 100 Pro. Ist halt auch die Frage, ob es kompatibel ist. Weißt du, also, ob das unter Windows 10 überhaupt laufen würde. Ja. Aber da gibt es immer noch einen Kompatibilitätsmodus, der das wahrscheinlich beheben würde. Ja, aber selbst die 7 ist ja schon, schon Weltenunterschied. Also, ich fand die Version geil, wo du noch wie bei Minecraft craften musstest, indem du. Ja. Weißt, wie eine Spitzhacke funktioniert und nicht einfach Spitzhacke craften, sondern wo du halt eine Form legen musst, das weißt du so, also mehr ja. So dieses, das würde ich mir halt wünschen für das Spiel. Ich fände das halt viel cooler, oder wie bei hier bei, wie es ganz früher bei, ich sehe ja, wer hat denn hier gepflanzt? Ja, wie wir als weggefahren sind, glaube ich, das letzte Mal. Ganz früher, als man praktisch aus Einzelteilen auf dem Boden legend, weißt du, diese Sachen machen. Also so wie es bei Stranded Deep war, ganz am Anfang. Ja. Da konnte man ja Teile, also Stöckchen, Gras oder was auf den Boden legen. Und ich glaube, ich habe ein Fahrrad auch noch Kram. Das fand ich irgendwie... Noch. Hallo, Forgy. Ja, wir sagen morgen mal Kohle und Potassium holen. Ja, definitiv. Absolut. Mit der Orga. Kurz ist schon zwei Jahre schwer. Du hast einen Weihnachtsmann. Mhm. Das ist aber gut. Das kann ich mir nicht leisten. Also in vielerlei Hinsicht nicht. So, ich packe jetzt mal die AK hier rein. Eine Blunderbuss. Haben wir die gefunden? Ja, habe ich da reingepackt. Wir müssen noch ein paar Hammer scrappen. Ey, die sind eh nicht viel wert. Ich mache jetzt mal ein bisschen vor dem Vorschlag. Also alles Level 2 kannst du eigentlich wegkloppen. Genau, ab Level 3 können wir aufheben. Mhm. Auch hier so eine Hunting Rifle werden wir sowieso nie verwenden. Auch die Einser Crossbows, oder? Mach ich weg. Ja, weg. Das ist doch alles nur Makulatur. Unnötiger Ballast. Wird doch keiner von uns. So, dann haben wir hier, ich habe einen Bunker Buster Mod drin. Oh, 15% mehr Damage Richtung Stone. Das würde ich mal in meine Orga. Hast du die jetzt zufällig, die Orga? Ah, ah. Die Mods, wenn ich eine Waffe, die eine Mod drin hat, scrappe, was passiert dann? Geht die kaputt, die Mod, oder fällt die mir in den Schoß? Ich glaube, die fallen raus. Soll ich mal testen? Also ich hätte hier eine Einwaffe, ist so eine, was ist denn das? Ich weiß gar nicht, was das ist. Modify? Was bist denn du? Rod and Spring Mod. Teste mal. Increase the rate of reloading and decrease recoil. Increases recoil? Was? Increases recoil? Das heißt, der wird erhöht? Ja. Wozu? Also negativ, oder? Penalty. Bisschen strafen muss sein. Okay, dann scrappe ich die jetzt mal und wir schauen, was passiert. Ah, ich kann sie nicht scrappen. Aha. Okay, also wenn was ein Mod drin ist, kann ich es nicht scrappen. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir haben echt einen Arsch voll Zeug. Gunpowder. Wir kriegen den Arsch voll bei der nächsten Horde. Stack of Gunpowder, zwei Stück. Wenn wir uns nicht einen schicken Turm bauen. Aber da habe ich ja den Profi an meiner Seite. Genau. Das wird lustig. Der schon genau weiß, wie das Ganze abläuft. Und wenn sie nichts geändert haben. Ja, aber... So, Hunting Rifle 2 scrap ich auch. Oh, wir haben sogar eine Schatzkarte noch. Hm. Also, genau, da haben wir jetzt noch nicht nachgeguckt. Es gibt ja diverse Interface-Mods, wurde uns auch geschrieben. Übrigens, die Funpimps haben anscheinend schon eine Sortierfunktion und einen Interface-Mod mit eingebaut. Nee. Ja, das ist nur noch nicht freigeschaltet. Also okay. Das hat jemand geschrieben. Trauen sie sich nicht, oder was?
Nee, ich denke, dass es einfach noch nicht fertig ist oder weißt du, noch nicht, vielleicht noch Fehler beinhaltet. Okay, wir lassen es mal lieber. Kleine Clawhammer hebe ich mal weiter auf, ne, weil die sind mir einfach zu hübsch. Mir einfach zu heilig. Hast du die Orga jetzt hier reingelegt? Ich habe keine Orga, nein, nein. Du hast keine Orga? Ich habe keine Orga. Dann gucke ich mal geschwind im Fahrrad, bevor es dunkel wird. Das wäre, boah, wenn die weg ist. Ja, das wäre echt kacke. Also hier sind nur Steine und Papier. Hier sehr, ja. Alles klar. Gott sei Dank. Das wäre jetzt, da hätte ich aber mal hart abgekotzt im Strahl. Weil ich will jetzt mal buddeln gehen in der Nacht, damit wir mal Material kriegen. Und dann müssen wir mal unser, da müssen wir mal gucken, wie wir das hier aufbauen. Also ich bin ja dafür, dass von dieser Base aus, also hier überleben ist kacke, das kannst du beschissen absichern. Ja. Wir brauchen so einen schon, wo wir sie guiden und einen praktischen Turm haben. Soll ich hier Akkad Scrapman Level 1 ist? Jo. Ja, ja, mach mal. Ja. So, dann mal modifiziere ich nämlich mal die Orga. Pack die Bunkerbuster rein. Ach, scheiße. Bunkerbuster und Iron Breaker. Wäre cool. Ja, das ist aber eine 1er Orga. Was hat die drin, Bahn? Weighted Head Mod. Macht was? Stun Victims. Das ist ja totaler Quatsch. Wieso geht denn das in eine Orga rein? Stun mit einer Orga? Naja, gut. Mach weg. Ja. So, ist es jetzt hier eingebaut? Jo, alles klar. Dann repariere ich die auch mal direkt. So, jetzt muss ich mich nochmal aussortieren. Jetzt haben wir links eine Müllkiste, das ist nicht gut. Wir müssen direkt anfangen, das gut zu machen. Sag wer. Der, der immer seine Kisten sortiert und niemals Chaos im Inventar hat. Ja, ja, so. Ja, heute ist Freitag der 13. übrigens. Ja. Und es ist ein wunderschöner Tag. Also besser hätte der Tag nicht laufen können. Das ist toll. Ja, hattest du wieder Sex? Nee. Was? Entschuldigung, frag mal. Was ist denn das? Das ist das. Das kenne ich da nicht. So ein, das ist das alte Rhein-Hauf-Spiel. Ja, wann dümmer mit, ja, genau. Wo man so schwitzig bewegen muss, alles doof. Boah, ey, voll anstrengend, die Scheiße. Was? Ja. Nee, das war die Shovel. Ne, ist auch, kann ich ausgraben. Die Shovel, ja, die kannst du die Shovel machen. Wir sind ja ab 18, ne? Ist ja hier eine ab 18er Mod und die Jugendlichen werden noch in die Situation kommen, dass sie das hinterfragen, was da passiert. Weißt du, warum es ein Mann Anfang 40 oder Mitte 30 in einer längeren Beziehung immer so heiß wird zwischen dem ersten und zweiten Mal? Zwischen dem ersten und zweiten Mal was? Sex haben. Nee. Mit der Frau. Zwischen dem ersten und dem zweiten Mal, warum es dann immer so extrem heiß wird. Nee, weiß ich nicht. Das ist der Sommer. Ah! Das ist gut. Das ist gut, ja, ja. Hab mir mein Arzt mal erzählt. Der ist da ganz... Oh, fuck! So, dann haben wir das auch. Den geringen... Ich habe übrigens 10% Frauen als Zuschauer bei mir auf dem Kanal. Echt? Die hätte ich jetzt auch verbrellt. Ach Quatsch. Das ist immer, die sind nicht Männer, die Frauen sind nicht besser. Frauen sind sogar noch schlimmer. Du meinst, was so erzählt wird, wenn man unter sich ist? Ja, ja, ich habe ein paar Mal Frauenhande mitgekriegt. Alter Vater. Da ja, ich bin selber Frau gewesen, also. Ich bin selber Frau gewesen. Damals war sie dann, ich weiß das noch. So, wir müssen unbedingt, hier passt nichts mehr rein in den Pott. Hier sind Werkzeuge drin. Wieso sind hier Werkzeuge drin? Ich dreh durch. Hier ist keine Ordnung. Nein. Hast du also irgendwie einen Mod für die Orga oder für sonst irgendwas? Nein, nein. Ich habe das, wenn dann in die Dings reingemacht, in die Werkzeugtruhe. Okay. Und hier links ist nur totales Chaos. Hier ist ja gar nichts. Das ist möglich. Ach du Güte, das können wir jetzt aber nicht in der Aufnahme machen. Wir sind jetzt schon viel zu lange in der Sortiermodus. Im Sortiermodus. Gehört dazu, ne? So, ich nehme mal Brass raus. Ich schmelze mal ein bisschen Brass ein. Also die Wrench und Clawhammer würde ich nicht scrappen. Wobei wir haben 3 Wrenches. Na doch, komm, ich script jetzt. So, Gas Can nehme ich mit. Die Goggles gehören. Wir müssen mal eine Kiste für Klamotten machen. Ja, bitte? Was passiert? Oh, nix, ich habe einfach nur gesagt. Okay. Rotten Spring Mod. Wo können wir die denn noch einbauen? Port in die Pistole. Ja. So, es hat jemand gefragt, warum ich
Iron Arrowheads mit mir rumschleppe, wenn ich eh schon 150 Pfeile in der Tasche habe. Das kann ich sagen. Das sind Glücksfeilspitzen. Er schmeißt also sie so. Ohne Stock, ohne Federn. Genau. Einfach. Ich bin so wie so ein Shaolin-Mönch. Die können ja auch so kleine Nadeln so beschleunigen, dass er durch eine Glasscheibe. Und das ist meine Spezialität. Ihr habt das noch nicht gesehen, weil ich bin so schnell. Macht ihm off-camera. Off-camera. Brauchst du noch Pfeile? Wie viele Pfeile hast du? Ich habe 125 und noch 15 Iron Arrowheads in der Tasche. Vielen Dank. Gut, dann mache ich mir nochmal neue. Das soll mir erstmal genügen. Aber mal Trigger, Group, Semi, die kann ich doch auch in die Pistole reinpacken, oder? Also ich für meinen Teil würde jetzt in den Keller gehen und würde mich auf den Bedrock buddeln, oder? Ja, mach mal. Ich brenne mal ein bisschen Zeug weg und kümmere mich ein bisschen um Munition. Ich brauche aber erst Holz. Achso, jetzt rausgehen, Holz holen ist wahrscheinlich auch nicht so eine feine. Ach, egal. Mach doch. Was soll passieren? Hallo? No risk, no fun, my Wenn ich jetzt friend. Rausgehe mit der Orga, rein theoretisch, habe ich noch Munition, 22 Schuss. Ich muss halt alle paar Sekunden mal Pause machen, um zu hören, ob irgendwas von hinten kommt. Oh, da laufen sie schon. Ja, siehst du. Wir haben leider keine Flaming Dingsbums Mod, ne? Nee, schade. Burst Mode. Also ich könnte ja mein Geschütz aufstellen, oder? Das müsste mich ja einigermaßen zumindest in eine Richtung. Das kannst du tun. So, dann orge ich mal. So, wir haben so viele schöne Mods hier. Trigger Group Burst Mode, den habe ich schon drin. Oh, nein. Hi. Hat die jetzt geschrien? War das ein richtiger Schrei? Ja, sie hat geschrien. Komm mal schnell nach oben. Ja, da kommen sie. Da liegt noch ein Sack. Ja, das bin. Achso, ja. Nee, noch liegst du nicht. So, sie müssten ja eigentlich hier unten an die Kante kommen. Dann schätze ich wieder mein Geschütz wie eine Horde nach dir einfach in die Ecke. Er verspricht, sie kommen und sie kommen. Da! Da hinten. Und der Hallo, Dicke streckt wieder seinen Hintern in die Höhe. Da hinten ist er. Der Terrorist, hätte ich mir gedacht. Der Terrorist. Ich erinnere mich an so Mallorca-Bewohner, weißt du? So ein Mallorca-Terrorist. Hallo? Gib mir nochmal ein Opfer, ich möchte nochmal. Ah, da. Und dankbarerweise kommt es von der Richtung. Die Mod bringt ja mal gar nichts. Hatten wir uns nicht schon in die Tiefe. Ach, Semi, ich depp. Was ist? Ich hab die falsche Mod rein. Ich denke, wieso macht er keinen Burst-Fire? Aber wenn du die falsche Mod reinpackst, dann ist er ja klar, dass er nicht geht, nicht? Nicht. Semi ist ja nur für die vollautomatischen Waffen. Sag mal, wir hatten doch hier schon Abgang angefangen, oder nicht? Meine ich, wieso? Kann sein. Waren wir da bis zum Bedrock unten? Pang, pang, pang. Ich gucke mal. Oh. Scheiße. Ich brauche mal ein. So. Ich brauche mal Licht. Mhm. Ich nehme mal hier eine Fackel von der Wand. Wird Minias das Loch finden? Werde ich weiter im Kreis laufen? Wir sind bei 23 Minuten, das kannst du doch nicht machen, Herr Kaiser. Wir waren ja 2 Tage offline. Die haben nur gesagt, wir machen kürzere Folgen und dafür weniger. Das war mein... Ja, klingt nur fair. Wir waren doch schon bis zum Bedrock unten. Auch hier? Ja, hier. Okay. Die Leiter, die du praktisch nach unten gehst. Genau. Hier haben wir schon angefangen. Und wir wollten, glaube ich, Richtung Westen zu dem Schrottplatz. War das so? Nicht Richtung Westen. Genau, ja, da ist schön viel freie Fläche, ja. Da können wir dann da können wir unseren Turm dann wieder aufbauen. Killing-Machine hinbauen. Genau. Und diesmal, wenn wir auf dem Bedrock irgendwas bauen, werden wir es so machen, dass wir dann auch den Boden belegen, weißt du? Wir hatten ja diese alte Base. Ja. Und da fand ich so ein bisschen schade, dass der Boden so, das sieht ja irgendwie schimmelig aus, wenn du den Standard-Bedrock nimmst, ne? Ich hab's ja gerade schon gesagt, ich habe ja im Stream habe ich mal so ein Testspiel gemacht, Tag 438 Horde mit 64 Zombies. Und nur Grüne, und das war der Wahnsinn, und die buddeln sich so straight nach unten, also wenn die über dir sind, die kommen innerhalb von 2, 3, 5 Minuten maximal sind die da. Komplett vom Bedrock von oben. Von oben runter, ja. Aber. Das ist sehr, sehr, sehr spooky. Also,
Das heißt, wenn du dich unten verstecken willst. Nee, da musst du schon mehrere Schichten dazwischen haben, ne? Ja, ich finde das gut. Das auch, selbst das bringt nichts. Also dann. Und dann machst du direkt ein Loch, wo sie reinfallen und unten aufklatschen. Das könnte man machen, das habe ich in einem Stream gesehen. Jetzt weiß ich, mit Fallschaden meinst du? Ja, genau, mit Fallschaden. Unten waren dann halt, war so ein Käfig, 5x5, glaube ich, wo die reingefallen sind. Die Leute standen drumherum. Und einer runterkam, gab es halt unten die, die Elektrozäune. Und alle standen mit den Knarren drumherum und haben alles, was runtergefallen ist. Wir hatten doch auch mal bei dem einen, verbleibt. Kannst du dich erinnern, als wir diesen Schacht gemacht haben, wo dann unten, Strom-Dings war. Ja, ja. Ja, das ist riesen. Ja, das war eine coole Sache. Wir haben schon viel erlebt, ne? Also hier in dem Spiel. Ja, grundlegend auf jeden Fall. Mal die alten Sachen angucken. Ich komme nicht nach oben. Doch jetzt. Hast du das Loch gefunden? Ja, es ist halt hier Zappenduschloch. Okay. Hier sind noch 10 Fackeln in der Dingsbums, ne? Also wenn du willst. Ja, aber die triggern ja wieder. Obwohl, ich weiß nicht, wie der Abstand ist, ob die da auch so triggern. Oh. Ja, cool. Cool. Wirkt mir jetzt das Loch nochmal finden. Werde ich weiterhin Radiatoren verbrennen. Das alles seht ihr in der nächsten Folge von 7 Days to Die. Und Hashtag machen wir. Hashtag? Hashtag. Hashtag dunkel. Bis dahin. Okay. Tschüss. Tschüss.